Servus, der Marc vom Business to Business Weg, bei mir ist die Magdalena für ein Piercing am Ohr, ein Helix bzw. ein Conch, je nachdem, wie man es definiert. Ich zeige dir mal grob, was wir vorhaben. Ich denke, du willst es so haben wie hier, von vorne nach hinten mit Stecker. Oder hättest du es gern so von oben nach unten in den Helix fahren? Das untere ist das Genau. Das untere ist das klassische Conch, vorne hinten durch und dann willst du aber ohne Glitzer stellen, als du es. Ja. So, ich zeige es dir nochmal an. Du hast gesagt, tendenziell etwas höher. Ich lasse jetzt einen mal an und dann machen wir mal den ersten Check. Und du hast es schon mal auf dem Ohr gehabt? Ich glaube, es waren sie unten. Und was war da? Haben wir es mit der Nadel gemacht oder mit Pistolen? Pistole, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher. Gut, hast du es rausgenommen, weil es entzündet war? Und ja, nach einem Jahr noch immer entzündet gewesen. Das macht doch keinen Sinn. Also aus heutiger Sicht, klar, wenn das alles sauber arbeitet, gut sticht, dann ist es überschaubar, dass das passiert. Haare bitte die nächsten Wochen gern ein bisschen zusammenbinden. Geschlossene Haare haben nicht immer weniger Risiko, dass man sich rumwickelt. Wenn man sich weniger rumwickelt, bleibt man weniger hängen und dann heizt es auch gut schon. Okay. Von der Pflege hat sich auch viel getan. Wir nehmen heutzutage das Pontelin Spray und Gel. Das kriegst du von mir. Die bitte dann gleich auch mit. Okay. So. Mal ins Spiegel schauen. Das sehe ich genau. Da oben. Ja, das passt perfekt. Okay? Ja. Gut. Dann machen wir es ohne Stein, haben wir gesagt. Ja. Und legen los. Perfekt. Wie kamst du jetzt auf mich? YouTube, Instagram, Facebook oder? Eigentlich auf Google einfach geschaut, verglichen und das war eigentlich das Beste. Schön, vielen Dank. Das höre ich gern. Was machst du sonst? Krankenschwester. Intensiv Krankenschwester. Dann kennst du dich ja mit Sterilität aus. Das heißt, dann weißt du, wenn du auf die Finger schaust, bist du hoffentlich mehr beruhigt. Gerade die Leute aus den Berufen, habe ich oft gesehen, das Feedback sagen, ja, wenn man die Videos beim Arbeiten zuschaut, dann merkt man halt, da ist Know-how da und dann tun diese Licht natürlich nochmal leichter sagen, ja, da kann ich bedenkenlos hingehen. Jemand, ein Laie, der das jetzt gar nicht. Gibt es sowas gar nicht so gut, der kann es ja gar nicht einschätzen, ist das jetzt gut oder schlecht. Ja? Ah, das stimmt. Und wenn Leute natürlich wissen, ja, wie man sterile Handschuhe abzieht und so, dann. Ich vertraue da schon. Dann weiß man das halt leichter. Ja, Vertrauen ist wichtig, klar. So. War's okay? Ja, das geht uns. Das ist klar. Gut, klar, ein bisschen. Eine Dinge ist schon. Und der Ring ist so, also die Kugel ist einfach hinten zum Runterdrehen? Nee, vorne. Also vorne ist die Kugel drauf, ich zeig's dir gleich. Vorne ist die Kugel. Und das ist vorne die Kugel. Mhm. Und hinten ist dann das Blättchen, quasi so ein Labrett. Das kannst du ja jetzt gar nicht sehen. Ich zeig's dir gleich am Kugel, okay. Weil ich dann gerade verbiegen muss. Okay. Da hinten hast du so eine Platte drauf, für hier. Also da hast du hinten dieses Blättchen. Mhm. Und vorne ist die Kugel geschraubt. Okay, das heißt vorne muss ich drehen. Genau, man hält es hinten fest, schraubt es vorne. Okay. Los und das war's. Beziehungsweise den Wechsel kann ich ja dann da auch machen. Genau, also meine ehrliche Meinung ist wirklich, den ersten Wechsel würde ich mir immer im Studio machen lassen, weil du einfach, sag ich mal, besser dabei bist. Da kann einfach nichts schief gehen, da klappt einfach alles gut. Wenn du es daheim machst, du musst nur ein bisschen blöd hängen bleiben, dann tut es halt schon wieder. Ja. Und gerade einen Ring reinmachen ist auch eine Challenge, du musst noch den Durchmesser nehmen, weil der Titan sein, das heißt, in Wahrheit das erste Mal wechseln, tut man sich einen Gefallen, wenn man ins Studio kommt. Okay. Dein ganzes Leben müsst du noch selbst wechseln dürfen. So. Pflege, Nachbehandlung, gerade Leute im Krankenhaus haben oft Zugang zu diversen Desinfektionsmitteln, die aber meistens zu stark sind. Ja? Okay. Bitte kein Tennisset und was anderes, sonst was nehmen wir den Pontolin Spray und Gel, das ist für Piercings konzipiert. Zuerst sprühst du den Pontolin Spray vorne und hinten auf, nimm eine Küchenrolle und reinige mit Feucht vorne und hinten dein Piercing. Okay. Keine Wattestäbchen oder Klopapier, das kuschelt gut und wird nicht entzündet. Okay. Das natürlich auch eher nicht. Nee. Also wirklich Küchenrolle. Die ist, sag mal so, die hat jeder zu Hause. Die funktioniert am besten. Ich nicht. Das hat keine Küchenrolle, da wird es Zeit. Nimmst du danach bitte das Pontolin Gel, da reicht ein Tropfen, vorne hinten drauf tun, okay. Und dann bewegst du das bisschen vorne und zurück. Okay. Wir drehen also nicht dran, sondern wir schieben es vorne und zurück, dadurch kommt es auch richtig an. Okay. Und drei Wochen machen wir das zweimal am Tag und dann drei Wochen einmal am Tag. Okay. 6 Wochen steht man die Schraube jetzt nicht auf. Okay. Wenn du keine Küchenrolle hast, dann könntest du die sonst nehmen, alternativ
ein Kleenex, diese Kosmetiktücher aus der Box. Okay. Die gehen auch diffus in der Box. Ich kaufe einfach Küchenrollen. Nein, die Porzellintupfer sind oft so, dass wenn die feucht werden, fusseln die ganz gerne. Okay. Also deswegen ist Porzellin ist ganz lustig, aber man muss immer schauen, dass die eben gerne fusseln. Deswegen empfehle ich nicht so gerne Porzellin. Gut, das haben die normalerweise jetzt nicht daheim, aber da muss ich immer schauen. Ja, das ist, weil die oft so ein bisschen fusseln. Okay, super. Danke dir, wir sehen uns in 6 Wochen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, kommst du vorbei. Haare färben bitte 6 Wochen nicht. Mhm. Duschen, Sauna, Duschen und Sport am Morgen. Und Sauna, Solarium und Dampf kommt bitte 3 Wochen. Okay, passt. Und den Termin einfach wieder online. Oder gleich bei den Mädels. Ich mache online. Gut. Danke dir fürs Kommen, danke fürs Stechen und danke dir fürs Zuschauen. Tschüss, Baba. Danke.